Rein in meine Bank, rein in meine Bank hier, mitkommen. Ja, warum wirst du gleich erfahren? Nein, nicht kaputt machen, Dimitri, nicht kaputt machen. Wow, da ist der Leute, der... Hey Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft RP, Leute. Wir sind hier natürlich mal wieder in der YouTuber-Stadt unterwegs und wir haben unseren richtig krassen neuen Rainbow Lamborghini Urus, Freunde. Jetzt fahren wir erstmal wieder zu unserer Bank, zur iCrymax Bank, denn wir müssen jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Geld verdienen, Leute. Ihr wisst es ja, dieser Rainbow Lamborghini Urus hat uns 30 Stacks oder um genau zu sein 33 Stacks Netherite-Barren gekostet. Nee, sogar Blöcke. Sogar Blöcke waren das, Leute. Oh mein Gott. Also wir haben richtig viel Geld hier aus unserer Bank rausgezogen. Aber ich sage euch ehrlich, das hat sich gelohnt für unseren Rainbow Lambo. Also lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, Freunde. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was heute so hier in unserer Bank abgeht. Was haben wir denn zu tun? Moin, läuft bei euch alles so? Haben wir so ein paar neue Kunden hier? Wie sieht's mit den Finanzen aus? Erzählt mal, Leute, was ist denn hier heute? Leute, guck mal, da kommt jemand reingelaufen. Das ist vielleicht ein richtig reicher Kunde. Der trägt sogar einen Anzug. Hoffentlich zahlt er uns neues Geld ein. Ja, hallo, guten Tag. Tag, der Herr. Sind Sie der Herr Crymax? Herr Crymax, ja, das bin ich. Hey, warte mal, Leute, wie heißt der? Finanzamt-Mitarbeiter? Oh, oh, der ist vom Finanzamt, Leute. Ich bin der iCrymax, der Chef der Bank hier, ja, genau. Ah, Ihnen gehört also dieses Etablissement. Genau, ja. Ich habe einen Tipp bekommen. Einen Tipp? Die Dönerbude da drüben. Hä? Die Dönerbude da drüben? Was für ein Tipp? Und zwar, dass sie ein bisschen ins Minus geraten sind. Die Ausgaben sind einfach zu hoch. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe ganz viel Geld hier. Der geht so gut wie noch nie. Oh ja, wir gucken mal hier am Computer, wie viel Geld sie noch haben. Oh, Leute. Nein, der wird am Computer sehen, dass ich das ganze Geld für den Rainbow Lambo ausgezahlt habe. Vielleicht war das echt nicht so schlau, Freunde. Aber warte mal, was hat der gesagt? Der da drüben hier, der Dönerladen uns verpetzt, das ist doch hier Alphastein. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, alles ist gut, das war nur eine höhere Investition gewesen. Ich kann Ihnen das beweisen, der Tresor ist voll. Der Banktresor ist voll, ich werde Ihnen das beweisen. So, zack. Ja, kommen Sie ruhig mit, alles gut, ich werde Ihnen das beweisen. Leute, ich hoffe, dass unsere Bank in der Zwischenzeit wieder ein bisschen Geld verdient hat, weil wir haben ja echt viel Geld rausgenommen. Nicht, dass wir jetzt hier Probleme kriegen. Einmal hier durchkommen, durch die doppelte Schleuse, genau. So, die Bank öffnet gerade erst. Deswegen machen wir mal hier ganz schnell die Lichter an. Oh Gott, Freunde, ich hoffe jetzt wirklich, dass dahinter richtig viel Geld ist, so wie ich das erwarte. Ja, ich werde Ihnen jetzt beweisen, dass der Bank geht's bestens. Wir haben ganz viel Geld. So, wir gucken da jetzt mal rein. Easy, kein Ding. Kommen Sie ruhig mal her und... Schau mir mal in die Kisten rein. Leute, da war doch noch ganz viel Geld drin. Warum ist das ganze Geld denn weg? Ich kann Ihnen nicht erklären, wie das passiert ist. Da ist überhaupt kein Geld mehr. Sie sind ein bisschen ins Minus geraten, Herr Crymax. Ja, gut, das stimmt. Aber die Bank verdient ja bestimmt schnell wieder Geld. Da kommen bestimmt neue YouTuber, die Geld einzahlen hier. Ist gar nichts gut. Wir werden Ihre Bank schließen, wenn das so weitergeht. Nein, bitte nicht Bank schließen. Das ist mein Hauptjob. Die kann man bestimmt gut verkaufen. Hier, das Grundstück ist doch einiges wert. Leute, die wollen meine Bank verkaufen, weil wir kein Geld mehr haben. Ich kann nicht mal mehr meine Mitarbeiter zahlen. Es tut mir leid, ich kann dir erst nächste Woche wieder Gehalt zahlen. Okay, komm, wir gehen mal hoch in mein Büro reden. Das müssen wir ja nicht hier vor meinen Mitarbeitern machen. Komm einmal durch hier. Oh Gott, Leute, das ist überhaupt nicht gut. Alles ist gut, sie kriegen natürlich alle ihr Geld, sie werden alle bezahlt. Ey Leute, wenn meine Mitarbeiter das rauskriegen, dass ich gar kein Geld mehr habe, um die zu bezahlen, dann hauen die alle ab. Ja, kommen Sie einmal hier mit rein. So, ja, ich weiß, es sieht gerade sehr schlecht aus für meine Bank, aber ich kann das regeln. Bitte nicht die Bank schließen. Es sieht verdammt schlecht aus. Vielleicht sollten Sie mal Ihre Finanzen ein bisschen überdenken. Warte mal, da ist Alphastein, was machst du denn hier? der Herr vom Finanzamt, war es zufälligerweise dieser Typ, der hier den Tipp gegeben hat? Ich kann nur sagen, es war ein grauer Typ mit einem Steinskin. Leute, das kann doch nur Alphastein sein. Der hat uns verpfiffen. Der hat uns gemeldet, dass wir unser ganzes Geld für unseren Rainbow Lambo gezahlt haben. Oh Mann, ey, nur weil wir den letzten Mal fertig gemacht haben. Okay. Hören Sie zu, ich habe eine Idee. Geben Sie mir 24 Stunden Zeit, bevor Sie meine Bank schließen. Ich werde das ganze Geld wieder besorgen, versprochen. Na gut, wir geben Ihnen 24 Stunden, aber dann ist die Frist abgelaufen. Und dann will ich aber auch das Geld auf dem Tisch sehen. Haben wir uns verstanden? Ja. Ey, hör auf, so dreckig zu lachen. Hau ab jetzt hier. Ja, okay, danke dann. Nochmal für den Tipp. Okay, bis morgen. Tschüss. Wiedersehen.
Wir sehen uns morgen. Oh Gott, Freunde. Ey, wie sollen wir denn so viel Geld auf einmal auftreiben? Ich meine, unser Tresorraum, der muss komplett voll sein. Wenn wir das nicht bis morgen hinkriegen, dann wird unsere Bank geschlossen und verkauft, Freunde. Ey, meine Bank will ich auf gar keinen Fall verlieren. Ey, das war richtig dumm, dass wir unser ganzes Geld in ein Auto investiert haben, Freunde. Das sollte man nie tun. Okay, Freunde, aber wisst ihr was? Erstmal werde ich mir Alphastein vorknüpfen, ja? Weil der hat uns ja wohl offensichtlich hier verpfiffen. So, den packen wir uns jetzt erstmal. So, Alphastein! Ja! Döner gibt's heute für 3,50 Max, Gönne, Bro! Ich weiß, dass du mich verpfiffen hast. Ich hab gar nichts gemacht, dein Cram. Ich verkaufe die ganze Zeit nur Döner mit Ali. So, Ali. Hey, was ist in der Ruhe? So, Ali, ha? Guck mal, was ich mit Ali gemacht hab. So. Und weißt du was? Du bist der Nächste. So, warum? Komm mal her. Warum? Schön, was schön mitkommen. Hier Döner, das kriegst du nur ums Alter, rein in meine Bank. Rein in meine Bank hier. Warum? Mitkommen. Ja, warum wirst du gleich erfahren? Warum hast du mich beim Finanzamt verpetzt? Ich hab gar nichts gemacht, Mike. Der hat mir gesagt, dass ein Dönerladenbesitzer mit einem grauen Skin, der aussieht wie ein Stein, das war. Das kann's ja nur du gewesen sein. Ja. Ich hab dem Finanzamt nur gesagt, da gibt's jemanden, der fährt ganz in Sportwagen, der kann sich alles kaufen, alles leisten. Ich wollte einfach mal nachprüfen. Ja, wegen dir wird meine Bank geschlossen und verkauft. Wahrscheinlich für voll wenig Geld sogar. Das ist doch richtig so. Du klaust ganz Geld von den Kunden, Max. Das geht nicht. Ich klau das Geld nicht. Ich leih mir das Geld, um damit zu arbeiten. So machen das Banken. Nichts arbeiten. Du kaufst Sportwagen und Luxuswagen damit und irgendwelche Waffen, aber nichts Produktives, Max. Das ist ein Invest. Der Rainbow Lambo ist ein Invest von meinen Bankleuten. Ja, was soll den Leuten hier bringen? Ja, der ist wertstabil. Der wird im Wert steigen. Der ist one of one. Ich glaube, der hat viel Wert verloren. Der ist one of one. Aber ist mir auch egal, Alphastein. Ich sag's dir nur, wenn ich wegen dir meine Bank schließen muss, dann wirst du schon sehen, was ich hier mit deinem Laden mach. Du wirst schon sehen, Junge. Ey, Freunde, aber ganz ehrlich, wir müssen uns jetzt erstmal drum kümmern, hier unseren Laden, unsere Bank zu retten. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Wie sollen wir denn jetzt so schnell an so viel Geld rankommen? Also, Leute, mir fällt wirklich nichts ein. Ich meine, wir können unsere Freunde fragen. Aber Leute, das war ja ein kompletter Tresor voll. Das war ja wirklich ein kompletter Tresor voll mit Sachen. Oh Mann, ey, ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich an das Geld... Warte mal, Leute, ich habe die Idee. Ich weiß, wie wir alle unsere Probleme regeln können. Wir haben doch damals bei der Garagenauktion, haben wir doch mal den Rainbow-Schatz gefunden. Die ganzen Rainbow-Blöcke, die da drin... Nein, Leute. Die Garagen sind gar nicht mehr da, weil das Präsidentengebäude ja gebaut wurde. Oh oh, unser Schatz ist weg, Freunde. Es gibt keinen Schatz mehr. Wir haben absolut nichts mehr. Okay, Plan B, Leute. Wie sollen wir sonst so schnell an so viel Geld kommen? Habt ihr eine Idee? Dann schreibt's mal in die Kommentare rein. Ich will nicht die Bank... Was macht Alphastein denn schon wieder da? Hä? Warte mal. Seht ihr das? Alphastein hat übelst viele Netherite-Blöcke in der Hand. Schön Lambo, sehr schön. Kann ich den abkaufen? Leute, das Ding ist, woher hat Alphastein denn so viel Geld? Ich meine, er hat seinen Dönerladen, aber mit seinem Dönerladen macht er doch nicht so viel Geld, dass er mit Netherite-Blöcken hier links und rechts in der Hand rumläuft. Der wirft die sogar einfach rum, der verliert die schon, weil seine Taschen so voll sind. Ey Leute, irgendwie, wir müssen rausfinden, was der macht. Wir müssen rausfinden, was er macht und dann müssen wir das Gleiche machen, weil wir brauchen das Geld. Wisst ihr was? Ich sammle hier sogar auf. Ich sammle hier sogar das Geld auf, was er fallen lässt, Leute. Er ist hier gerade in diesen Waschsalon reingegangen. IT's Waschsalon. Warte mal. Leute, erinnert ihr euch noch? Er hat doch hier seine... Nein, Leute, es ist das, was ich denke. Er hat doch hier seinen Gelddruckladen, seine Gelddruckmaschine hier unten. Warte mal, er kommt da gerade raus. Wir warten mal kurz. Oh. Alphastein, was machst du denn hier schon wieder? Ich habe meine Polizeiuniform gewaschen, weil ich arbeite mit der Polizei. Ah, mit der Polizei arbeitest du zusammen. Du warst nicht zufälligerweise in dem Geldwäschesalon. Was redest du? Ich war im Keller, ich habe kalten Döner geholt, den will ich jetzt warm machen. Ja, das kannst du sonst wem erzählen mit deinem kalten Döner. Ich weiß genau, ich habe dich doch schon mal erwischt. Ich weiß, dass du da unten in Gelddruckmaschine hast. Der Keller wurde weggebaut, hier gibt's gar keinen Keller mehr, guck. Hä? Leute, der ist doch gerade hier rausgekommen. Ich weiß, dass du hier was hast. Warte mal, Leute, wir müssen ganz schnell an Geld kommen. Wir hatten einen Keller. Guck mal, ich hab die geheime Tür gefunden. Oh mein Gott. Lass es, den Raum nicht betreten. Hier ist überall Schimmel. Der Raum schimmelt, deswegen muss man ihn abschließen. Alphastein, du hast mich verpfiffen. Wegen dir habe ich die Probleme. Und du wirst mir auch wieder helfen, die Probleme zu beseitigen. Niemals, so. Mach die Gelddruckmaschine an.
Ich lass die aus, ich geb dir gar kein Geld, das kannst du vergessen. Ich werde sonst meine Bank verlieren. Das ist dein Problem, Max, selbst nicht so viele Autos kaufen sollen. Hey Leute, der hilft uns einfach nicht, der hilft uns nicht. Ich weiß schon selbst, wie man die Maschine bedient. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich werde hier einfach. Ich werde hier einfach einbrechen und die heimlich benutzen. Warte mal, Leute, ich ist doch nicht ganz. Mehr anmachen, Max. Versuch's doch. Ist doch ganz einfach, Passwort. Die zu bedienen. Warte mal, so. Wir müssen einfach nur uns hier einmal einhacken. Dann drücken wir hier den roten Knopf. Guck mal hier, Leute, am PC. Zack, können wir gucken. Wollen wir Diamanten drucken? Wollen wir Eisen drucken? Wollen wir. Oh! Hey! Du hast die Maschine kaputt gemacht, die Leitung hier. Nein. Die ist komplett weggegangen. Nein, 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 Leute, ich habe die Maschine falsch eingestellt. Was ist denn jetzt los? Es geht nicht mehr an. Du bist zerstört. Oh, Leute. Ey, nein. Nein, nein. Ich brauche mein Geld. Ey, ich brauche Geld noch mehr als du. Put die Waffe weg. Nein, 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 nein. Ey, das muss man noch irgendwie reparieren können. Guck mal, das Band läuft noch. Irgendwas muss man doch da machen können. Oh, nein, 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 nein. Du hast die Leitung komplett zerstört. Oh, Mann, ey, Leute. Ach, Mann, jetzt ist die Maschine auch noch kaputt. Was sollen wir denn jetzt machen? Oh, Freunde, ich glaub, das war's mit unserer Bank. Ich glaube, wir werden unsere Bank verlieren. Ey, Leute, das war's. Wie sollen wir denn jetzt an so viel Geld kommen? Aber warte mal, ich habe noch eine letzte Idee, Freunde. Ich habe noch eine letzte Idee. Und zwar, Leute, Alphastein muss ja irgendwie die Maschine auch mal gebaut haben oder sich gekauft haben oder so. Der muss uns das verraten. Alphastein. I cry, Max, Bro. Willst du jetzt eigentlich eine Wäsche waschen? Deine Gelddruckmaschine ist vielleicht kaputt, aber irgendwie musst du die ja auch damals mal gekauft haben. Nein. Ja, doch, doch, die doch. Ich umsonst bekommen. So, sag mir jetzt, wo hast du die Gelddruckmaschine her? Ich hab die selber gebaut, ich brauche auch eine, ich brauche eine eigene, um meine Bank zu retten, sag jetzt. Die kannst du nicht bauen, dafür brauchst du die Geheimformel. Die Geheimformel, ja okay, aber wo kann ich die kaufen? Warum soll ich dir das sagen, Crimex? Also, warum soll ich dir das erzählen, hä? Ja, warum soll ich davon? Ja, okay, du wirst schon sehen. Leute, der will's mir nicht erzählen, dann okay, alles gut. Ich habe vielleicht kein Geld mehr, aber ich habe noch ein paar andere Sachen dabei, Freunde. So, gehen wir mal kurz hier in den Kofferraum. So, dann gucken wir mal, was wir hier im Kofferraum Schönes dabei haben. Guck mal, ein Bergbaubohrer, TNT, Feuer. So, Alphastein, der wird jetzt schon sehen. Wir bohren jetzt erstmal hier ein schönes Loch in seinen Dönerladen rein hier. So, Alphastein, wo bist du denn, ha? Oh oh. Alphastein, wo bist du? Ah, gut, gut. Dann zünden wir halt hier mal was. Dann zünden wir halt hier mal was. Kannst dich von einem Dönerladen verabschieden. Boom! So, komm raus, Alphastein, ha? Wo bist du, Trimix? Ja, guck mal, wie dein Dönerladen aussieht. Hey, warum? So. Guck dir an. Okay, nächste Sprengung. Und boom! So, okay, Alpha. Also ich sag mal so langsam, du kannst deinen Laden noch reparieren, aber wenn ich hier weitermache, dann kannst du nicht mehr reparieren. Sag mir jetzt, wo du die Gelddruckmaschine her hast. Das kann ich nicht, das krieg ich Ärger. Crimex! So, okay, du kannst nicht, du kannst nicht, gut. Ich sag dir wo. Ja? Bam! So. Ah, der geheime Keller. Ich sag dir, ja, gut, los, sag schon, komm, mach. Ja, komm mit, ich sag dir, aber es darf niemand hören, komm mit. Oh, sehr gut, Leute, okay, jetzt verrät er uns, wie er seine Gelddruckmaschine da bekommen hat. So, ja, okay, komm, na, erzähl mal. Hier drin kann ich es jetzt sehen, komm da rein. Oh mein Gott, Leute. Wolltest du mich gerade einsperren? Nein, komm mit rein, Crimex, komm. Okay. Crimex, was soll ich dir erzählen? Ich will dir gar nichts erzählen! Au! Oh mein Gott. Okay, ich hab meine Waffe ist leer. Ja, gut, dann erzähl jetzt mal besser, hä? Na gut, Crimex, also, ich hatte niemals selber bauen können. Ich kenne da jemanden! Du kennst da jemanden? Okay, und wen kennst du? Wer verkauft Gelddruckmaschinen? Jemand sehr Kriminelles. Er ist sehr gefährlich in dieser Stadt unterwegs. Mhm, meinst du Tuan? Nein, noch gefährlicher. Noch gefährlicher als Tuan? Wer? Sag mir den Namen. Ist sehr gefährlich. Es fängt mit D an. Duan? Nicht Duan, IT! IT? IT fängt doch nicht mit D an. Oh, stimmt. Okay. Es ist Don. Ich darf den Namen nicht sagen, sonst wird Don fertig machen. Warte mal, meinst du Don Alpha? Ja, aber bitte sag nicht, dass du von mir den Tipp hast. Bitte. Alles gut, keine Sorge, ich sag nicht, dass ich von dir komme. Du wirst dich besiegen, bitte.
Schnauze, der wird mich für immer platt. Keine Sorge, Alfie, alles gut. Und so. Denk, du bist von der Polizei und dann bin ich am Ende. Nein, 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 ich werde dich natürlich nicht verraten. Mach dir keine Sorgen. Bitte, Max, bitte, ich habe eine Familie. Ey, nicht mein Rücke. Wirklich, ja. Von Don Alpha. So, und ich werde jetzt. Nicht anstören, nicht anstören. Ich habe dir doch alles gesagt. Na gut, Leute, man muss sagen, okay, Alpha Stein hat uns wirklich gesagt, woher das hört. Aber Alpha Stein, wenn die Information fake ist oder das eine Falle ist, dann werde ich wiederkommen und deine Gelddruckmaschine zerstören, Junge. Das kann ich nicht riskieren, das kann ich nicht riskieren. Oh, wirklich, ja. Ja, wir werden sehen. Okay, Leute, also irgendwie hat Alpha Stein wohl von Don Alpha seine Gelddruckmaschine. Da müssen wir jetzt erst bei hingehen und ich hoffe, der wird uns irgendwie helfen oder uns irgendwie so eine Gelddruckmaschine irgendwie geben, Leute. Weil das Ding ist ja, ich habe ja auch nicht mal mehr Geld, Leute. Ich habe ja nicht mal mehr Geld, um ihn da irgendwas zu zahlen dafür. Oh Gott, nicht einen Unfall hier bauen, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, dass mir hier noch mein Rainbow Lambo zerstört wird. So, dann fahren wir mal zu Don Alpha rüber, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Leute, da vorne ist das Anwesen von Don Alpha und der hat ja immer so richtig viele Securities und Schläger da, Leute. Da müssen wir jetzt richtig aufpassen. Okay, wir steigen hier mal aus. Okay, Freunde, okay. Ich kann mir das jetzt hier wirklich gar nicht erlauben, irgendwie hier noch Ärger zu haben, Freunde. Gut, okay, wir gehen da jetzt mal in. Alter. Schau mal, Dimitri, was ist das? Boah, ist das hier ein Anwesen? Hallo? Hallo? Dimitri, mach ihn kaputt. Geh ihn kaputt. Nein, nicht kaputt machen, Dimitri. Nicht kaputt machen. Ich will Don Alpha. Ich will mit ihm reden. Dimitri, du musst jetzt mit ihm reden. Ich rede nicht mit ihm. Vielleicht hat er Waffe. Mach ihn sein Inventar leer. Ja, okay. Hier, nimm meine Waffe. Okay, warte. Hier ist noch was und da ist noch was und da ist noch was. Das ist alles, was ich habe. Okay, Dimitri, hast du ihn sauber gemacht? Oh Gott, Leute, wir haben keine Waffen mehr. Wir haben keine Waffen mehr. Vor. Das ist richtig gefährlich, was wir jetzt hier machen. So, Tor zumachen. Oh Gott. Willkommen in meine Anwesen. Hallo Don Alpha, hey. Was suchst du hier? Was möchtest du? Don Alpha, ich komme hierher, weil ich einen Gefallen erbitte. Und zwar ich brauche eine Gelddruckmaschine von Don Alpha. Nur so kann ich meine Bank retten. Diese Business, ich verstehe, du brauchst mehr Geld, ja. Also du hast kein Geld mehr. Ja, meine Bank ist pleite, ja. Dimitri, ich hab kein Geld mehr. Alter, der lacht mich total aus. Aber ist okay. Du möchtest Geldmaschine, aber ich möchte auch vieles im Leben. Ich möchte Privatjet, ich möchte das. Ja, was okay. Was hab ich davon, wenn ich die Gelddrucker gebe? Ich kann dir alles besorgen, was du willst. Nur ich habe leider aktuell nicht so viel Geld, weil ja, sonst hätte ich ja kein Problem mit. Ohne Geld keine Geschäfte. Keine Geschäfte. Was kostet denn so eine Gelddruckmaschine? Oh, wenn du wüsstest. Dimitri, zeig ihm mal, welche Zahl. Mach ihn mal platt. Nicht platt machen, Dimitri, nicht platt machen, bitte. Du fragst, welche Zahl, das ist unbezahlbar. Du brauchst mindestens 1 Nitzerite-Stack-Block. Wow, Leute, nein, so viel habe ich gerade nicht mehr. Ich habe nur noch 11. Ein Stack Mini-Stack. Oh mein Gott, ich habe nur noch 11 Netherite-Blöcke im Inventar. Aber Don Alpha, kann ich dir vielleicht irgendwas anderes anbieten? Was willst du? Wie kann ich dich sonst bezahlen? Dimitri, hast du nicht gesagt, du wolltest diesen Sportwagen haben, diese bunte Sportwagen. Bunter Sportwagen? Sehr gute, von Stani Autohaus, der hat gute Wagen. Aha, okay. Ja, Wagen, er findet sehr schön. Wie gefällt dieser Auto? Sag mir, wie das Auto heißt. Wie heißt diese? Bugatti brauchen wir. Ein Bugatti wollt ihr haben? Oha, das ist ja richtig teuer, okay. Schöne Bugatti für Dimitri. Ja, okay, einen Bugatti werde ich auf jeden Fall besorgen können. Das kriege ich doch hin. Ja, kein Problem. Sehr gut. Ja, gut, also kriege ich auf jeden Fall besorgt den Bugatti. Kriegen wir hin. Aber nicht normale Bugatti. Die One-of-One-Edition. Die Regenbogenmodell. Das Regenbogen... Wie? Den Rainbow One-of-One-Bugatti? Ich brauche die super special Regenbogen-Edition. Wie? Und das Ding steht bei Stani Performance? Ja, Dimitri hat das gesehen. Er träumt jeden Tag davon. Er möchte das unbedingt fahren. Okay. Also hol das. Okay. Kann ich nur meine Pistole wieder haben? Weil ich glaube, ich muss da einige Securities ausschalten. Dimitri, gib ihn wieder. Ich werde den Wagen besorgen. Alles klar. Okay, Don Alpha, gut, bis gleich. Mach das. Beweg dich. Oh, Leute. Okay, ihr habt's gehört. Wir müssen bei Stani Performance einbrechen und den One-of-One Rainbow Bugatti Clown, Freunde. Ich mach das echt nicht gern, weil Stani ist ja ein richtig guter, langer Freund von uns. Aber Freunde, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen in sein Autohaus einbrechen. Das Gute ist, der ist auch gerade nicht online, aber seine Security sind natürlich trotzdem da. Wir müssen den Wagen klauen, wir müssen da einbrechen. Das Gute ist, ich kenne mich ja da auch ein bisschen aus bei Stani Performance. So, oh, warte mal, da vorne stehen schon die ersten Securities. Da vorne stehen schon die ersten Securities, Leute. Warte mal, da ist doch auch Amias.
Wir haben jetzt Security-Firma. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Vielleicht sind hier noch ein paar Waffen, die wir uns holen können. Oh, Leute, was hat der denn hier alles zur Auswahl? Weil wir haben ja gerade nur unsere kleine Bummipistole. Okay, Leute, warte mal. Wir nehmen uns hier mal schön was mit. Oh, ein Scharfschützengewehr. Okay, das ist eigentlich gut. Das ist perfekt, Freunde. Ich glaube, viel mehr brauchen wir nicht. So, wir gehen mal aber ganz auf Nummer sicher. Was können wir hier noch so Schönes mitnehmen? Ja, okay. Wir gehen ganz auf Nummer sicher, Leute. Und eine Granate nehmen wir auch noch mit, Leute. Okay, ich glaube, wir sind ready. Wir sind ready, Freunde. Gut, also Stani, wenn du das hier sehen solltest, Leute, verpetzt mich bitte nicht bei Stani. Es ist nichts Persönliches. Aber, Freunde, wir müssen da jetzt einbrechen. Wir müssen uns den Bugatti, den Rainbow Bugatti holen. Oh mein Gott, okay, jetzt haben wir getroffen. Die sind aber auch gepanzert, die halten voll viel Schüsse aus. Okay, zack, hier schon mal die ersten zwei vorne. Die ersten zwei hier vorne schon mal. Oh, oh, nein, Leute, meine Munition ist leer. Die Munition ist leer davon. Okay, da müssen wir jetzt stürmen, wir müssen stürmen, Leute. Okay, zack, die haben wir ausgeschalten. Gut, wir gehen rein hier. Okay, Leute, wo ist hier der Rainbow Bugatti? Wo ist der Rainbow Bugatti? Gut, Freunde, irgendwo hier muss er sein. Okay, da ist ein Lamborghini Urus, aber ein lilaner. Warte mal, er hat ja aber seinen Keller. Er hat seinen geheimen Keller. Vielleicht ist er da drin, Freunde. Vielleicht ist er in seinem... Oh mein Gott. Oh, okay, das war knapp. Das war knapp gewesen. Gut, die Munition ist auch... Nein. Nein, Leute, hier stehen noch mehr Securities. Die sind aber von der Fahrschule. Okay, alles gut. Und zwar ist ja hier der geheime Bunker, Leute, von Stani Performance. Nein. Nein, hier ist ein Tresor. Hier ist eine fette Tresortür. Okay, vielleicht können wir das aufsprengen. Vielleicht können wir das irgendwie aufsprengen. Und Sprengung! Okay. Oh mein Gott, okay, der Tresor ist aufgesprengt. Perfekt, wir gehen rein. Wow, da ist der, Leute, der Rainbow Bugatti. Ey, Leute, das ist das absolut teuerste Auto hier auf dem Server, Leute. Bugatti ist ja schon übertrieben teuer. Und dann noch mit Rainbow, Leute. Okay, wir bringen den jetzt ganz langsam, ganz ruhig bleiben, Leute. Ich will den nicht kaputt machen. Boah, die Reifen drehen jetzt schon durch. Oh nein, wir müssen den hier rausbringen. Wir haben da ein bisschen die Auffahrt kaputt gesprengt. Wir müssen ihn hier irgendwie rausbringen. Warte mal, ich weiß auch schon genau, wie wir das schaffen. So, wir müssen uns hier so eine kleine Notfallauffahrt bauen, damit wir hier hochkommen. Ich hoffe, das wird funktionieren. Alter, Leute, das Ding hat schon einen absoluten Laser-UFO-Sound oder sowas. Das ist nicht von der Welt, Leute. Der Rainbow Bugatti ist wirklich ganz anderes Level. Wow. Die Reifen können nur durchdrehen. Ich mache so langsam gerade. Ihr checkt nicht, wie langsam ich mache. Nur damit der hier nicht direkt kaputt geht. Okay, wir bringen das Ding jetzt mal schnell Don Alpha vorbei. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Der Rainbow Bugatti ist hier angekommen. Okay, ich hoffe, wir kriegen jetzt hier unsere Gelddruckmaschine. Dimitri! Hallo, Don Alpha! So. Dimitri, wo bist du? Komm schnell, Dimitri! Schau mal! Don Alpha, hier ist der Wagen, den Sie wollten. Schön! Dimitri, ist das dieses Auto, das du wolltest? Diese Special Edition? Oh, ja, das ist das. Okay, ich habe meinen Teil eingehalten. Jetzt gib mir die Gelddruckmaschine. Na langsam, wir reden hier, wir entscheiden, wir müssen gucken, hallo. Fährt der gut? Oh, wow. Na klar fährt der gut, der ist richtig krass. Boah, der kann sogar Wheelies machen. Alter. Der macht echt Spaß, dieser Auto. Oha. Mir gefällt dieser Auto. Okay, wir kommen jetzt rein, wir reden ein bisschen, Krimax. Ja, okay, ich bin so, hier. Dimitri macht Tür zu, komm Dimitri. Ich glaube, Dimitri hat verlernt, gerade auszulaufen. Los, Dimitri, komm mit. Wir reden jetzt mit dir, Krimax. Ja, ich bin bereit. So, gib mir den Gelddrucker. Setz dich in dieses Auto rein. Wir müssen reden ein bisschen. Ja, okay. Alles gut. Ich sitze drin, ja. Und zwar, Krimax, wir haben jetzt geredet ein bisschen mit der Geldfirma. Aha, ja. Wir haben Kontakt über eine andere Bank für Gelddrucker und die haben uns gesagt, wir können das machen. Das ist gut, dann gib mir den Gelddrucker jetzt. Na gut. Her jetzt damit. So. Na gut. Halt dich an dein Wort, Junge. In diese Kiste. Boah, was? Das alles braucht man. Ja, Gelddrucker ist viel Aufwand, die Krimax. Um Gottes Willen, Leute. Das brauche ich alles dafür. Computer. Doch, ich nehme, kein Problem. Das ist schöne Waffe. Kriege ich das überhaupt selbst aufgebaut? Das sieht echt kompliziert aus. Ich weiß nicht. Ich kann den Bauplan ein Foto schicken. Ja, dann schick mir ein Foto davon. Ich muss los. Ich muss meine Bank retten. Um Gottes Willen. Ich schicke dir Bauplan. Viel Spaß danke. Daneben. Ey, Leute, okay. Wir haben jetzt hier die Einzelteile von dem Gelddrucker, aber das sieht echt kompliziert aus. Ich hoffe, wir kriegen das aufgebaut. Let's go, weil wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Okay, Leute, wir sind jetzt hier unten bei uns im Tresorraum. Wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns jetzt hier richtig ranhalten. Ich hoffe, wir kriegen das Ding aufgebaut. Okay, wir müssen das genau nach dem Bauplan machen von Don Alpha, auch wie der das gemacht hat. Ey, ich weiß echt nicht, wo ich hier anfangen soll mit den Blöcken, Leute. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal hier kurz versuchen, das alles aufzubauen und dann sehen wir uns gleich wieder.
Oh mein Gott, Leute, ich habe das jetzt hier alles aufgebaut. Ich glaube, das ist richtig so, weil ich habe zumindest hier alle Teile verwendet. Ja, also das sieht, glaube ich, ganz richtig aus. Hier das Fließband läuft auch schon an. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen die Maschine jetzt mal an. Und wenn jetzt hier alles richtig funktioniert hat, sollten jetzt hier eigentlich gleich Geldscheine rauskommen. Gut, Freunde, okay, wir checken jetzt hier alles. Zack, 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 alle Knöpfe drücken. Okay, Freunde, dann schalten wir das Ding jetzt mal an, Freunde. Und dann würde ich sagen, hoffentlich funktioniert es. Let's go! Okay, Leute, hört ihr das? Die Maschine ist an. Die Maschine läuft. Ey, wir gucken mal, ob jetzt was rauskommt. Oh mein Gott, was? Guckt euch mal an, wie viel Geld hier jetzt schon liegt. Oh, ey, wie viel droppt hier immer raus? 4, 20, hä? Was? Einfach in 16er Schritten kriegen wir hier Geld. Oh mein Gott, oha, das ist krass. Das ist krass, nee, 12, okay, ich sehe selbst nicht durch. Mal sind es mehr, mal sind es weniger Bündel. Aber Leute, da läuft richtig, richtig viel Geld durch. Wir lassen die Maschine jetzt hier mal komplett die ganze Zeit durchlaufen. Und ich hoffe, Freunde, dass es dann reicht, dass wir die Bank nicht schließen müssen. Hallo? Oh, hallo, oh. Ist hier jemand? Oh, oh nein, Leute, das ist doch wieder der Mitarbeiter vom Finanzamt da. Okay, warte, wir gehen hoch. Ja, hallo, guten Tag. Ja, wir haben das Geld natürlich schon zur Verfügung. Ja, genau. Ah, haben Sie wirklich? Die Frist ist abgelaufen. Sie wissen, wenn Sie jetzt zahlungsunfähig sind, dann war's das. Ja, nee, wir sind nicht zahlungsunfähig. Die Geschäfte laufen sehr, sehr gut. Also ich kann Sie ja mal gerne mit in unseren Tresorraum nehmen. Oh, wirklich? Mal gucken. So, ja, ich kann sie gerne mit reinnehmen. Unsere Bank läuft wieder richtig gut. Ja, wir haben jetzt nämlich investiert in eine eigene Gelddruckmaschine. So, zack. Was? Gelddruckmaschine? Ist das denn überhaupt legal? Ja, das ist legal. Wir sind ja auch eine Bank. Gucken Sie mal hier hinten im Tresorraum. Also die alle Kisten sind schon gefüllt. Hier, wir machen richtig viel Geld. Das Ganze muss natürlich noch in Netherite-Blöcke transferiert werden. Aber Sie sehen, das geht hier so schnell. Also, ja, wir haben die Schulden, können wir bald zurückzahlen. Guck mal, wie viel Geld hier rauskommt. Wow. Ey, Leute, das ist so krass, das hört gar nicht mehr auf. Das kommt ja hier stackweise raus. Oh mein Gott, machen wir viel Geld mit unserer Gelddruckmaschine, Leute. Das ist zu krass. Also, Herr Finanzamt-Mitarbeiter, ich würde sagen, morgen können Sie alles in Netherite-Blöcken abholen. Na gut, dann will ich Ihre Bank mal nicht schließen. Ich so. Danke Ihnen, Herr Kreimes. Sehr gut, ich lasse hier noch einmal raus. Wir haben ein Problem. Meine Sicherheitskarte funktioniert nicht mehr. Okay, warte, das ist jetzt schlecht. Ich muss uns hier leider einmal raussprengen. Leute, warte mal, das ist überhaupt nicht gut. Ich habe hier vergessen, eine neue Sicherheitskarte mitzunehmen. Jetzt sind wir nämlich hier gefangen. Das ist eigentlich so gegen Einbruchschutz. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Ganze überleben werden. Wir probieren es einfach. Na gut. Okay, Leute. Und Sprengung. Okay, Leute, den Typen sind wir auf jeden Fall losgeworden. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dann. Haut da rein, Leute. Euer Crimex.